Hallo Leute, willkommen zurück zu Orient Blind Forest. Wir haben hier noch irgendwie so eine Passage, so eine Höhle oder so einen Waldabschnitt im Hohlhain, den wir noch gar nicht erforscht haben. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal mit euch hin. Bin mal gespannt, was auf uns wartet. Oh, was bist du denn? Boah! Der sieht aus wie so ein Feuer, Charlie. Weg mit dir. So. Weg, weg, weg. Boom, 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 boom. Okay, hier ist gleich. Wow, halt der viel aus. Boom, weg mit dir. So, dank Stampfattacke können wir uns auch diese Lebenszelle holen. Wir haben 3, 6, 9, wir haben schon echt viel. Wir haben schon 12 Lebenspunkte mittlerweile. Das ist echt krass. Okay, und da können wir nicht rein. Zu diesem Fall. Weil... Oh, können wir doch. Cool. Mittels Stampfattacke können wir da rein. Das ist perfekt. Da geht's wohl zum Speicherpunkt. Boah, was bist du? Boah! Eieiei. Eieieiei. Boah, hier sind schon ein anderes Kaliber an Gegner. Die halten extrem viel aus, alle. Was ist das da oben? Was ist das? Ich will es gar nicht wissen, glaube ich. Ja! Oh Gott. Ah! Oha. Vielleicht sollen wir hier auch noch gar nicht sein. Das ist echt heftig hier gerade. Okay, den kann man nicht. Den kann man nicht zerstören. Speichern hier trotzdem mal. Und wir haben 5 Skillpunkte übrig, sehe ich gerade, die wir, glaube ich, jetzt mal einsetzen werden. Und vielleicht hier, da wir jetzt hier sind, doch in den Angriff. Oder wir nehmen die zwei Sachen hier als nächstes. Er ermöglicht in der Luft einen dritten Sprung und verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Wobei Schaden jetzt natürlich uns schon entgegenkommt. Zunderflamme. Durch die Geisterflamme verursachten Schaden noch mehr. Das ist natürlich geil. Ich glaube, wir nehmen das mal. Und wir nehmen das auch. Ja. Okay. Wir haben immer noch einen Punkt. Boah! Okay, die kann man nicht kaputt machen. Die gehen selber kaputt. Aber wie macht man dich kaputt, würde mich interessieren. Gar nicht wahrscheinlich. Oh mein Gott, bin ich ein Vollpfosten. Oh mein Gott. Okay. Aua, der trifft mich aber auch immer. Nein. Okay, man kann ihn kaputt machen, aber sehr schwer. Man muss wissen. Nein, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das kann nicht sein. Diesmal nicht, Freundchen. Stirb. 100 EP gibt der. Wow. Zu Recht. Der ist nicht einfach platt zu machen. Wir gehen mal hier weiter. Was ist das? Nichts Gutes. Okay. Da ist noch irgendein Feuerkerl, der auf mich Feuer spuckt. Noch so einer.
Hier, du kriegst dein Zeug selber wieder zurück. Boom. Seht ihr aber alles sehr... Ich kann hier eh nicht weiter, oder? Au. Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, Leute. Ich glaube, da sollen... Das, da geht's erst weiter, wenn wir... das Element der Wärme wieder beschaffen müssen. Deswegen gehe ich hier jetzt auch wieder zurück. Oh. Weil wir hier einfach noch nicht sein sollen. Das macht aber nichts. Ich laufe dabei einfach mal dahin, wo wir hinlaufen müssen. Und zwar wieder zurück zum Tal des Windes, wo wir schon einmal waren. Und da mache ich dann weiter. Also bis gleich. Hey Leute, wir sind wieder zurück am Reisterbaum. Ganz nah am Tal des Windes. Ich glaube, ich habe jetzt alles so ziemlich eingesammelt, was zum Einsammeln geht. Mehr geht im Moment einfach nicht, weil wir die Fähigkeiten nicht einfach noch nicht dazu haben. Ja, und würde sagen, weiter in der Story. Hat eh lang genug gedauert, oder? Gehen wir mal in das Tal des Windes. Wir waren eh schon mal auf einen kurzen Abstecher hier. Yeah! Dankeschön! Ich weiß gar nicht, ob man so hier hochkommen soll, aber auf alle Fälle coole, ne, elegante Lösung. So, weg mit dir. Du Vogel bist immer noch da. Dankeschön. Der hat mir noch mal ein bisschen EP gebracht. Oh, jetzt ist sie tot, okay. Wir gehen mal hier weiter. Na komm. Wir gehen mal hier noch nicht runter ins Wasser. Na komm. Und auf Wiedersehen. So. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee, die Gegner nach unten zu stoßen und dann mit einer Stampfattacke auf sie drauf zu springen. Okay. Was haben wir denn hier? Hier können wir auf alle Fälle nicht durch. Aber hier können wir nicht durch. Können wir hier hoch? Ja, wir können da hoch. Das sind so viele Lebenspunkte. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch mal sterben können. Wahrscheinlich schon. Ich verschrei es jetzt bloß und dann passiert sowieso so schnell wie möglich. Ach, sehr's. Geh sterben, mein Freund. So. Hier waren wir gerade, gell? Ja, also eigentlich, es gibt auch einen alternativen Weg, hier hochzukommen, einfach mit dem Vogel. Dem Vogel per Stoßen nach oben drücken. Geil. Ja, nach oben drücken, nach oben springen, meine ich natürlich. Nach oben stoßen, wie sie es schon sagen. Wie die Fähigkeit es schon sagt. Okay, hier kann man nicht hoch. Hätte sein können. Hätte es alles sein können. Bam! Gut. Die Stampfattacke macht echt viel Schaden. Und hier ist Energie. Sehr cool. Aua. Okay, Stampfattacke funktioniert aber nicht für Fische.
Oh, und hier müssen wir rüber jumpen. Aua. Was ist hier? Ich weiß natürlich wieder nicht, wo wir hin müssen. Also ich weiß, dass wir nach links müssen, aber... Boah! Du Miststück! So, der haben wir es gegeben. Ja, also Stoß- und Stampfattacke ist wirklich eine gute Kombination. Oh mein Gott, kann die hier dagegen? Oh mein Gott, hat die mich jetzt echt gekillt? Oh je, wir sind so weit hinten wieder. Oh Leute, ich schneide euch das... Obwohl, ich schneide euch das nicht rein. Es geht schnell, warte kurz. Wir laufen da einfach nochmal schnell durch. In der Hoffnung, dass ich... Aua, 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 dass ich nichts vergesse. Hier ist nichts, oder? Hier waren wir gar nicht, glaube ich. Nein, aber hier können wir auch nicht hoch. Okay. Schnell, schnell, schnell. Alles nochmal einsammeln. Alles nochmal einsammeln. Okay, hier hoch. Nein. Mist. Und hops. Okay, da brauche ich den anderen Vogel dazu. Hier. Na komm. Und hoch mit uns. Oh, jawohl. Schon sind wir oben. Weg. Ich glaube, wir speichern jetzt mal, nicht, dass uns das nochmal passiert. Wir können aber auch jetzt erstmal hier ins Wasser gehen. Ich schätze mal, dass es hier nicht weitergehen wird. Sondern, dass hier irgendwas ist. Okay. Aua! Au, Mann. So, hier ist doch, das sieht doch schon mal gut aus. Ach nee, das ist ein Hebel hier, okay. Ach so, das ist so ein Zeitspiel, okay. Alles klar. Ich mach das anders, Moment kurz. Wir ziehen das Ding hier nach oben. Dann müssen wir hier in der Stampfattacke. Oh! Das Ganze, da sind wir nämlich ein bisschen schneller. Oh, eine Energiezelle, toll. Her damit. Juhu! Energiezelle gefunden, sehr cool. Die benutzen wir gleich mal. Und dann klettern wir hier die Wand entlang. Immer weiter nach oben. Ups. Ja, wie ich vermutet habe, das ist alles, was hier unten ist. Ah! Alles, was hier unten ist. Wir hätten gleich hierher kommen sollen. Nein, das riskiere ich nicht. Ich habe auch nur noch 2 Lebenspunkte. Das ist echt arm für das, dass wir 12 Stück haben. Ja, je mehr Lebenspunkte man hat, desto mehr verlässt man sich auch auf seine Lebenspunkte. Bis man schaut, hat man, lässt man sich treffen, treffen, treffen und hat... Speichern. Boah! Weg. Und wir haben 2 Fähigkeitenpunkte, sehe ich gerade. Was machen wir denn damit? Können wir hier noch was skillen? Vergrößert den Radius und verursacht einen Schaden beim Stampfen. Oh ja, das mag ich. Das nehme ich. Das nehmen wir gerne. Okay,
Dann gehen wir. Wo gehen wir denn hin? Ja, dahin, wo wir eigentlich schon waren, ne? Hier entlang. Aua! Wahnsinn. Und zwar da oben. Ja, genau, weil wir hier nicht lang können. Mit 2 Lebenspunkten, super. Rechts ist nichts, also wir müssen eigentlich nach links. So, den haben wir gekillt. Genau, das hatten wir auch schon hier. Schön. Aua, aua, aua. Du blödes Ding, du. Okay, dann jumpen wir hier nochmal hoch. Oh, hopsasa. Und hopsasa. Dann waren wir hier drüben. Und was ist links? Das weiß keiner. Aber links könnte es in die richtige Richtung gehen, weil wir nach links müssen. Genau, und hier war jetzt die fiese Stelle, wo wir verreckt sind, weil dann von oben auf einmal dieser Vogel runterkommt. Bam! Komm nur her! So traut er sich nicht. Komm runter! Ja, oder so. Ja, das hätten wir auch machen können. Einfach den Vogel gegen die Teile hier stoßen. Oh nein, hier, bei dem sind wir verreckt, ja? Das gibt's nicht. Jetzt sind wir an derselben Stelle wieder gestorben. Das darf nicht wahr sein. Was bin ich denn? Bin ich blöd oder was? Das ist doch... Alter. Unglaublich. Unfassbar, echt. Wie kann man so schlecht sein? Dieses... Jetzt bin ich bei dem... Ja gut, jetzt habe ich aber auch wirklich nicht aufgepasst. Okay, Leute, jetzt Konzentration. Was mir gerade auffällt, regenerieren wir nicht Leben, wenn wir... Ja. Wir regenerieren Leben, wenn wir Seelenverbindungen aufbauen. Das mache ich jetzt mal. Weil wir so viele Energiezellen haben, dass wir uns das locker leisten können. Um einfach nur mal ein bisschen Leben zu regenerieren. Beide tot. Der ist auch... Oh, der explodiert gleich. Okay, dann... Oh. Springen wir jetzt nochmal hoch. Und... Heya. Heya. Alter. Da jetzt hoch oder was? Ja, danke. So, jetzt laufen wir dann noch mal schnell hoch und machen diesen Vogel ungefähr fertig. Ja, jetzt hat er sich selber platt gemacht. Der hat sich jetzt selber platt gemacht. Du komm her. Komm her. Du Behinderter. Stirb! So. Wie kommen wir da jetzt rein? Das würde mich jetzt echt gerne interessieren, wie wir da reinkommen. So nicht. Und so auch nicht. Aua, nein! Ach, Leute. Das gibt's doch nicht. Ich laufe da jetzt nochmal schnell hoch und dann beende ich den Part. Schon wieder 20 Minuten erreicht. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein da oben, echt. Aua. So. Speichern. Vogel Nummer 1. Nein.
mir wieder nur einen Lebenspunkt. Das ist unglaublich, echt. Ja. Ich hol mir lieber welche. So, dieser behinderte Vogel hier jetzt. Lass mich da oben erst. Du bist doch scheiße, bist du. Echt, Wahnsinn. Speichern. Unglaublich. Wie kann man so schlecht sein? Echt, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ori and the Blind Forest. Bis dann, ciao.